Verehrte Damen und Herren, dann begrüße ich Sie sehr herzlich zu diesem Winterschmaus. Mir wurde ungeachtet des Telefonklingels sogar schon mitgeteilt, man könne das auch als eine Art Frühlingsschmaus interpretieren. Wir haben Früchte, Nüsse, Gemüse und natürlich Wildkräuter. Ja, ob ich davon satt wäre. Mir hat gelegentlich jemand gesagt, und das war kein geringerer als mein Vater, wenn er sowas gegessen hat, und es dauerte dann eine Stunde, nun habe ich wieder nichts gegessen und bin doch satt. Das hängt auch sehr davon ab, wie wir essen. Ich schlage einfach vor, dass wir das zu einem absoluten sonntäglichen Genuss machen. Am Anfang gibt es die reine Obstecke. Immer wieder Äpfelchen. Also ich glaube, ein Apfel sollte eigentlich nie fehlen, wenn es ein guter Apfel ist. Im Tageslauf sollte es 1, 2, 3 Äpfel haben. Die Ananas, die heute geboten wird, das ist meine Lieblingsananas. Die stammt von den Azoren. Man soll nur auch darauf achten, dass sie wirklich reif sind. Und wenn wir da etwas mehr Zeit hätten, ich muss mir, glaube ich, mal mehrere von diesen Ananasen auf Halde legen. Auch die hätte ich noch eine Woche liegen lassen, aber sie ist schon gut. Und Ananas sollte eigentlich auch jeden Tag irgendwie dabei sein. Viel, wenig, na, frag deine Gefäße. Kiwis und dann diese Mangos. Schau, wenn man hier diese Mangos so von der Seite sieht, die leuchten ja vielleicht sogar zum Tisch rüber. Wenn ich nur allein so eine Sonne sehe, da geht mir ja schon das Herz auf. Und damit eröffnen wir also jetzt unseren erstmals mittäglichen Winterschmaus. Und das ist gut, dass wir das mittags tun, denn ich glaube, wenn wir dann nachher noch die Säfte genossen haben mit Wildkräutern aus dem Alentejo, die stammen alle aus dem Alentejo heute, 50 Kilometer im Norden. Ja, ist da richtig Power und dann wandert sich oder läuft sich auch mal ganz gern. Also, jetzt der Vorschlag, sich hier ein Tellerchen zu nehmen und ich werde dann hier hinter den Tisch gehen und das freundlich zuteilen. In England heißt das immer so schön, form queue this side. Bei uns steht immer ein ganzer Haufen da. Aber in England ist es anders. Wir können uns jetzt überlegen, ob wir es mehr kontinental oder mehr wie auf einer Insel machen. Und Fragen gibt, besteht die Gefahr, dass ich sie zu beantworten versuche. Also, herzlich willkommen.